Delfine. In Peru werden sie getötet. Zu Tausenden. Als Köder für den Haifischfang. Die Folgen für Delfine und Haie sind vernichtend. Stefan Austermühle hat sich vorgenommen, diesen Irrsinn zu stoppen. Aber wie? Er macht sich auf, um die verborgenen Vorgänge auf offener See zu filmen. Im ersten Teil unseres vierten Hintergrundberichtes habe ich über die technischen Details des Filmens des illegalen Tötens von Delfinen und Haien an Bord eines peruanischen Haifischbootes geredet. Heute möchte ich darüber sprechen, wie es war, das eigentliche Töten zu filmen. Und in diesem Zusammenhang sind zwei Fragen wichtig, die ich immer wieder höre. Wie konntest du das filmen, ohne die Tiere retten zu wollen? Und was hast du dabei gefühlt? Ganz ohne Frage wäre es mir lieber gewesen, wenn ich das Töten dieser Tiere hätte verhindern können. Aber das war eine Alternative, die ich nicht hatte. Nach 7 Jahren, in denen wir versuchten, diese verdeckte Recherche zu finanzieren, war dies unsere einzige Möglichkeit, etwas zu filmen, das nie zuvor gefilmt worden war und von dem wir nur Gerüchte kannten. Es ist unmöglich, dies zu wiederholen, denn jetzt wird es keinem Fischer jemals wieder einfallen, einen Kameramann an Bord zu lassen. Meine Aufnahmen sind höchstwahrscheinlich die einzigen, die jemals von dieser illegalen Jagd existieren werden. Es war klar für mich, dass wir ohne diese Aufnahmen keinerlei Chance haben würden, dieses ökologische Verbrechen jemals zu stoppen. Ich musste also auswählen. Entweder ich versuchte, das Töten zu verhindern und mich dabei als Naturschützer bloßzustellen und in Gefahr zu bringen, und natürlich würde dabei die einzige Möglichkeit, dies zu dokumentieren, verschwendet werden. Oder ich musste mich zusammenreißen und diesen Delfinmord filmen, ohne einzugreifen, und gewissermaßen diese Delfine opfern für das Wohl der anderen, die wir retten können, wenn wir es schaffen, diese Praxis zu beenden. Damit ist natürlich auch klar, dass ich jetzt eine riesen Gewissenslast auf den Schultern trage. Ich habe diese Bilder nicht nur auf einer Festplatte im Computer gespeichert, den ich abstellen kann. Diese Bilder sind in meiner Erinnerung gespeichert, allgegenwärtig und unauslöschbar. Deshalb ist für mich das Machen dieses Films und die Kampagne gegen das Töten so wichtig. Das ist der einzige Weg, wie ich vor mir selber rechtfertigen kann, dass ich diese Tiere sterben ließ. Deshalb brauche ich deine Hilfe. Wir müssen diesen Film machen. Gemeinsam müssen wir gegen das Töten dieser Tiere vorgehen. Das bringt mich zu der zweiten Frage über meine Gefühle während des Drehens. Ich war da. Ich wurde jede Nacht von Kopf bis Fuß von dem herumspritzenden Haifischblut geduscht. Dies zu erleben, motiviert mich, diese Kampagne fortzusetzen, unabhängig davon, was passieren kann. Mir war klar, dass ich weltweite Unterstützung gewinnen muss, um den notwendigen Druck auf die peruanische Regierung aufzubauen. Und deshalb waren meine Gefühle beim Film total abgeschaltet. Und ich konzentrierte mich einzig und allein darauf, dieses illegale Abschlachten so gut und deutlich wie möglich auf Film zu bannen. Ich wollte erreichen, dass der Beobachter das Gefühl hat, wie ich, hautnah dabei gewesen zu sein. Ich wollte erreichen, dass der Beobachter diese Momente aus der Perspektive der Tiere erlebt. Ich musste dies also aus einem ganz anderen Blickwinkel filmen. Die GoPro-Kamera war dafür wie geschaffen. Ich konnte sie zum Beispiel in die Fleischkiste legen und das Schneiden des Delfinfleisches aus der Kiste heraus filmen. Das Harponieren der Delfine war ein einmaliger Vorgang. Wenn ich das falsch filmte oder irgendetwas schief ging, dann war es das. Unwiederholbar. Ich wollte deshalb mit 2 Kameras gleichzeitig arbeiten. Die GoPro, auf ihren Stock montiert, sollte von außen und unter Wasser filmen. Und ich filmte mit der Canon von Bord. Den Haifischfang zu filmen, stellte sich als weitaus schwieriger heraus, weil das nachts vor sich ging. Ich musste also auch noch zusätzliches Licht schaffen. Ziemlich schwierig, wenn man nur 2 Hände hat. Um die Haie unter Wasser filmen zu können, befestigte ich eine Taucherlampe am Stab, genau über der Kamera. Die Idee war, dass wenn ich den Hai von oben im Lampenstrahl sehen konnte, dann war es wahrscheinlich, dass die Kamera das auch filmte.
Natürlich war alles nicht so einfach getan, wie gesagt, denn beim Haifischfang hält das Boot nicht an. Als ich also den Stab ins Wasser tauchte, baute das vorbeirauschende Wasser einen unglaublichen Druck auf. Und es war sehr schwer, die Kamera festzuhalten, geschweige denn gerade zu halten und zu bewegen. Ein paar Sekunden Film zu kriegen, war die Arbeit von Stunden und etlichen Versuchen. War der Hai erstmal an Bord, hatte ich das nächste Problem. Es war einfach kein Platz auf dem Boot, um herumzustehen und das zu filmen. Das gesamte Boot war mit Haifischkadavern bedeckt und die Bootsplanken glitschig von Körperflüssigkeiten. Und der Drehwinkel war auch nicht toll. Ich wollte, dass der Zuschauer sich in der Position des kleinen Haies befindet, der über sich dieses menschliche Monster sieht. Ich musste also ganz nah ran. Wieder war die GoPro die Lösung und so filmte ich das Töten nur Zentimeter entfernt vom Maul des panisch um sich beißenden Haies. Der Metallstab, auf dem die GoPro steckte, war gleichzeitig mein einziger Schutz gegen das Gebissenwerden. Der Film, den wir machen möchten, wird zum Teil sehr brutale Bilder enthalten. Aber weißt du was? Das ist einfach nur die Realität. Und ich hoffe, dass die Zuschauer des Films ein paar Sekunden dieser Brutalität anschauen können, die ich während 2 Wochen jede Nacht mehrere Stunden beobachten musste. Nur wenn wir es schaffen, der Realität ins Auge zu sehen, finden wir auch die Motivation, dagegen vorzugehen. Nur so können wir den Öffentlichkeitsdruck aufbauen. Es ist so einfach wegzuschauen. Mach's nicht, schau hin. Und ich möchte noch was klarstellen über diese Hintergrundberichte, die wir hier filmen, weil die Frage immer wieder aufkommt. Das meiste von dem Material, das wir in den Hintergrundberichten zeigen, wird nicht im Film auftauchen. Der Film wird das illegale Töten von Delfinen und Haien behandeln, die ökologischen, sozialen und ökonomischen Gründe und Konsequenzen dieses Tötens. Unser Film erzählt die Geschichte meiner verdeckten Ermittlungen des illegalen Delfintötens für Haifischköder. Er wird die schockierende Art und Weise aufdecken, in der in Peru Fischereigesetze missachtet werden. Er wird Beweise liefern für das illegale Töten von Delfinen und wird die Überfischung der Haie dokumentieren. Sie können das Töten von 15.000 Delfinen stoppen, jetzt und hier. Unterstützen Sie die Herstellung und Verbreitung unseres Films mit Ihrer Spende an Ocean Care, Stichwort Peru. Schreiben Sie auch eine Protestmail an den Präsidenten von Peru. Und bitte vergessen Sie nicht, in Kontakt zu bleiben und die nächsten Hintergrundberichte zu sehen, in denen wir Ihnen erzählen werden, wie der Film hergestellt wurde und wie die Kampagne weitergeht. Die Kontaktinformationen der beteiligten Organisationen finden Sie im Abspann.